Ich würde dann den zweiten Referenten vorstellen. Das ist der Dr. Christian Schulz. Er ist geschäftsführender Oberarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Rechts der Isar der TU München. 2017 hat er seine Habilitation abgeschlossen mit dem Thema Situationsbewusstsein in der Anästhesie und gründete 2019 die Arbeitsgruppe Klimawandel. Sie analysiert einerseits die Auswirkung anästhesiologischer Technik auf die Umwelt und andererseits identifiziert sie erste Schritte zu einem klimaneutralen Krankenhaus, worüber auch heute auch mit dem Thema Zero Emission Hospital, Krankenhäuser gegen die Klimakrise, erzählen wird. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag von Dr. Christian Schulz. Vielen Dank, Frau Schad, denke ich, für die Einführung. Zero Emission Hospitals, Krankenhäuser gegen die Klimakrise. Ja, warum müssen wir das machen? Also, wenn man, ich spanne jetzt mal kurz den ganz großen Bogen, wenn man 20.000 Jahre zurückguckt, dann sind wir bei minus 3 Grad unter dem vorindustriellen Mittelwert von 0 Grad, logischerweise. Dann ist vor 10.000 Jahren das Eis geschmolzen. Über dem Ort, wo ich bin, waren ungefähr 600 Meter ein Eispanzer drauf. Und jetzt sieht man ganz am Ende hier, wo der Pfeil ist. Ich glaube, Sie sehen den Pfeil, in welche Richtung das jetzt die letzten 20 Jahre geht. Und das ist die weitere Entwicklung, auf die wir zusteuern. Im Moment, wenn es so weitergeht, landen wir weit, weit jenseits der angepeilten unter 2 Grad vom Pariser Klimaschutzabkommen. Warum ist es so schwer zu kalkulieren? Das sind die sogenannten Kipppunkte. Das ist eine relativ junge Arbeit. Da sind sozusagen die Kipppunkte benannt und letztendlich in Verbindung mit den einzelnen Kipppunkten wird versucht abzuschätzen, um wie viel Grad es dann noch zusätzlich wärmer wird. Von den Alpengletschern wissen wir schon, dass sie schmelzen. Es ist nicht so wahnsinnig viel Eis, was da oben drauf liegt. Das wird uns nichts ausmachen, wenn das weg ist, außer dass es auf den Hütten nichts mehr zu trinken gibt und wir das Wasser hochpumpen müssen für die Kühe. Spannender wird es, wenn der ostantarktische Eisschild schmilzt, als große Reflexionsfläche und Unmengen von Wasser in die Ozeane gelangen. Wenn man das hochrechnet, dann sind wir im Moment bei 4 Grad vielleicht bis in den nächsten 80 Jahren. Das bedeutet mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, es bleibt unter 2 Meter, der Meeresspiegel ansteigt, aber mit 10-prozentiger Wahrscheinlichkeit sind wir bei über 2 Meter. Und wenn wir von 10-prozentigen Wahrscheinlichkeiten für Nebenwirkungen ausgehen in der Medizin, dann werden die Medikamente nicht zugelassen. Aber das irritiert mich, weil wir an der Stelle relativ entspannt im Großen und Ganzen so weitermachen, im Moment noch bisher wie bisher. 2 Meter ist es, so schaut es in Hamburg aus. Ich weiß nicht, wo die Zuhörer alle verteilt sind, aber Eppendorf steht noch im Trocknen, das liegt ein bisschen nördlich. Der Rest ist einfach weg. Wir haben im Moment, verbrauchen wir Ressourcen auf dem Planeten, die das 1,5-fache ausmachen dessen, was der Planet zur Verfügung stellt. Wenn wir so weitermachen, sind wir bei 2050 beim Dreifachen. Wir haben im Moment in Europa, ist Moldawien das einzige Land, was im Rahmen seiner Ressourcen mehr oder weniger wirtschaftet. Hier in Deutschland sind am 3. Mai, haben wir das erschöpft, was auf der Fläche zur Verfügung gestellt wird. In China ist es ähnlich. Global gemittelt ist der sogenannte Country Overshoot Day 2020 am 1. August gewesen. Das kostet Geld. Wir rechnen, das ist eine ganz kürzlich erschienene Studie aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir rechnen mit einer Abnahme der Wirtschaftsleistung um 3% pro Grad Erwärmung. Das macht bei einer Erwärmung um 4 Grad eine Abnahme in unseren Regionen um 10%, in den Tropen um 20%. Und dabei ist nicht berücksichtigt der Anstieg der Meeresspiegel, den ich gerade schon illustriert habe und der sicherlich eher einen zusätzlichen Impact machen wird und auch nicht extreme Wetterereignisse. Wenn wir das runterrechnen auf die Tonne CO2, dann sind wir in der Größenordnung von 70 bis 140 Dollar im Moment, wie es kosten müsste, um das sozusagen einzupreisen, und es wird ansteigen um 30% bis 2030. Das sind aktuelle Kalkulationen. Wenn man das sozusagen rückverfolgt, werden die Prognosen im Grunde von Publikation zu Publikation eher bedrohlicher. Das ist eine ganz junge Veröffentlichung, die ist ein paar Tage erst alt. Da geht es um Klimagerechtigkeit, beziehungsweise es ist eigentlich eine Klimaungerechtigkeit. Die reichsten 10%
global der Menschen sind verantwortlich für über die Hälfte der CO2-Emissionen. Das reichste 1% alleine für 15%, die ärmeren Menschen für eben nur die ärmere Hälfte der Menschheit für nur 7%. In Deutschland sind wir sicherlich, grundsätzlich können wir zu den reicheren oder zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten. Aber auch da haben wir sozusagen innerhalb der unserer Gesellschaften ein großes Gefälle. Was wir wissen, ist, dass die Temperaturerwärmung nicht erst, wenn es 4 Grad sind, sondern jetzt bereits Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit. Das ist der Grund letztendlich, warum die Mediziner jetzt zunehmend auf den Plan treten und letztendlich aktiv werden. Das ist eine Publikation, die zwar immer 5 Jahre alt ist, aber natürlich keinerlei Gültigkeit verloren hat an der Stelle. Wir reden von Unterernährung, wir reden von Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit, weil Corona sicherlich jetzt viel, ganz akut und besonders, aber der Klimawandel drückt trotzdem an vielen Stellen auch auf das Gemüt. Wir haben kardiovaskuläre Erkrankungen, wir haben Hitzewellen gehabt in Europa, die mehrere tausend Tote zur Folge gehabt haben. Wir haben die respiratorischen Erkrankungen, das liegt nicht nur am Stadtverkehr, das liegt auch an Allergenen. Wir wissen, dass vermehrt Gewitter vermehrt auftreten und dadurch letztendlich mehr Allergene freigesetzt werden. Und deswegen steigen diese Erkrankungen in ihrer Häufigkeit. Und wir haben natürlich Infektionskrankheiten, die zunehmen, auch in Europa. Und das ist natürlich nur eine Frage der Zeit im Moment, bis wir auch wieder Malaria haben. So, das haben die Mediziner erkannt. In Deutschland ist das Thema noch nicht so wahnsinnig auf der Agenda. Wir haben im letzten Jahr dann große Fortschritte erzielt, aber letztendlich sind andere da weiter. Und deswegen ist es klar benannt als der große medizinische Notfall des 21. Jahrhunderts. Das ist die spannende Frage, kriegen wir das hin? Und was müssen wir praktisch jetzt schon tun, um die Klimaerwärmung einerseits abzuschwächen, beziehungsweise um mit den Folgen zurechtzukommen? Jetzt ist die Frage, welche Hebel können wir ansetzen? Wir haben das in der Berufsethik, in der ärztlichen Ethik ist es noch nicht drin. Wir haben es in der Musterberufsordnung des 121. Deutschen Bundestages, da steht es drin, dass es nämlich unsere Aufgabe ist, an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Was man dazu bemühen kann, sind die Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, die gemeinschaftlich von 170 Staaten verabschiedet worden sind. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch ein paar rausgesucht, die sozusagen im Gesundheitssektor eine besondere Rolle haben oder problemlos bemüht werden können. Warum geht es gerade im Gesundheitssektor? Ist es relevant? Ja, es ist relevant. Wir haben global 5% der CO2-Emissionen verursachen wir im Gesundheitssektor. Die Deutschen sind da genau auch mittendrin. Wir haben direkt 17% Emissionen aufgrund der fossilen Energieträger natürlich. Wir haben indirekt durch das, was wir noch beziehen von außen, erzeugen wir Emissionen. Und wir haben eine ganze Menge in den Wertschöpfungsketten drin. Und es bezieht sich natürlich auch auf Verbrauchsmaterialien, aber selbstverständlich natürlich auch auf Investitionsgüter. So, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen Kompetenzen. Wir brauchen Kompetenzen an allen beteiligten Akteuren, nämlich um einerseits vor allem jetzt noch mit die Ursachen des Klimawandels abzuschwächen, indem wir die Art, wie wir wirtschaften und Gesundheitsversorgung machen, verändern. Und das Zweite ist, wir müssen uns vorbereiten auf die Folgen des Klimawandels. Das heißt, wir müssen zum Beispiel andere Gebäude bauen, wir müssen uns auf andere Krankheiten einstellen, wir müssen auf extreme Wetterereignisse uns vorbereiten. Und deswegen gibt es da an beiden Stellen einen enormen Handlungsdruck, der zunehmend in das Bewusstsein eben vor allem der ärztlichen Kollegen kommt. So, jetzt bin ich hier eingeladen worden, um letztendlich bei dem Nachwuchs, wenn ich es richtig verstanden habe, der Medizintechniker zu sprechen. Herr Wilkening hat eben eingeführt, welche hochtechnisierten Anwendungsmöglichkeiten es gibt bereits und in welche Richtung man die weiterentwickeln könnte. Ich habe im Bereich Zero Emission Hospital, wäre das Ziel angesichts dessen, was auf uns zukommt, dass wir die Emissionen für die Gesundheitsversorgung auf null senken.
Der britische Gesundheitssektor mit der zentralen Steuerung ist da ein großer Schritt weiter hinsichtlich der Ziele, die sie sich setzen und auch der finanziellen Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Ich habe jetzt rot hervorgehoben die Punkte, die Elektrotechnik mit betreffen, die auch Träger natürlich mit betrifft. Es ist der Einkauf, es ist, wie entsorgen wir Geräte, wie entsorgen wir Einmalmaterial, welche Energie, wie findet die Energieversorgung statt, wie viel verbrauchen wir und letztendlich das Bauwesen. Da geht es jetzt in dem Zusammenhang hier vielleicht um Bautechnik, was aber, wenn ich es jetzt richtig einordne, eher im Hintergrund steht. So. Was wir jetzt versuchen, Herr Wilkening, ist, und da kommt sozusagen natürlich mit Ihnen auch die ganzen Medizintechniker mit ins Spiel, wir versuchen jetzt, den Planeten zu retten. Also müssen wir schauen, dass der CO2 auf Null geht. Also müssen wir anders wirtschaften. Also müssen wir im Einkauf trotz Kostendruck, trotz eines dualen Finanzierungssystems andere Kriterien definieren für den Einkauf. Das heißt, wir brauchen die Verankerung der Kreislaufwirtschaft. Was passiert mit dem Narkosegerät, wenn wir es gekauft haben und wenn wir es nicht mehr brauchen? Schmeißen wir es auf den Müll, geben wir es ihnen zurück, sodass sie neue Software aufspielen, so wie beim Tesla, automatisiertes Fahren. Wir schaffen es zum Teil schon, aber in einem Einkauf ist es ein schwieriges Geschäft, weil dann die ganzen BWLer sitzen. Wie kriegen wir den CO2-Fußabdruck sozusagen in die Kriterien rein? Wie viel CO2 entsteht denn bei der Produktion eines Narkosegeräts? Die nächste Frage ist Mieten versus Kaufen. Klar, wenn wir es kaufen, dann ist es unseres. Was machen wir nach 2 Jahren oder nach 5 Jahren, wenn neuere Modelle auf den Markt kommen und sozusagen wir glauben, wir brauchen neue, was machen wir mit den alten? Deswegen ist Mieten an der Stelle auch eine Option, die zunehmend kommt. Passiert jetzt ja auch bei Autos, dass wir Autos monats- oder jahresweise mieten und nicht uns ein eigenes anschaffen, was dann rumsteht. Energieverbrauch habe ich schon genannt. Es geht um ESG-Kriterien. Träger ist eine Firma, von der ich glaube, dass sie weitgehend jetzt in Deutschland produziert. Das heißt, damit unterliegen sie auch, vielleicht täusche ich mich auch, kann Herr Wilkening ja gleich korrigieren, damit unterliegen sie sozusagen vergleichsweise hohen Anforderungen an Umwelt, Nachhaltigkeitskriterien, soziale Kriterien, Arbeitnehmersicherheit. Wir haben Personalräte oder Betriebsräte, die natürlich immer wieder lästig sind, aber wir haben sie halt. So, und wenn wir sozusagen das alles mit einbauen in unsere Nachhaltigkeitskriterien, versuchen wir natürlich auch das, was wir glauben, was ethisch wichtig ist und geboten ist, um den Planeten zu retten, auch nach außen weiterzureichen an die Industrie, die wir brauchen, um sozusagen Gesundheitsversorgung zu machen. Wir haben es geschafft oder werden es schaffen, zum Beispiel in der Pharmazie, dass wir für Medikamente die Frage stellen werden, wie viel Gramm CO2 ist denn eigentlich emittiert worden für die Herstellung von 1 Milligramm Propofol, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das wissen wir ganz genau, dass das im Moment keiner beantworten kann, aber sie werden es irgendwann beantworten müssen, weil es gar nicht anders geht. Reparierbarkeit ist ein weiteres Kriterium, passt auch zur Kreislaufwirtschaft und so, ja, die Anwendung von ESG-Kriterien kann man natürlich auch in irgendwelchen Weisen sich zertifizieren lassen, um da letztendlich einen objektiven Blick zu kriegen auf die Firmen, die uns bestimmte Produkte verkaufen, wenn wir eine Ausschreibung machen. Ja, wie soll man das bezahlen? Wie soll man das bezahlen? Und deswegen musste ich vorhin kurz innehalten. Haben Sie vorhin richtig gesagt, ich habe viel zu Situationsbewusstsein geforscht. Das ist ja letztendlich, wie gehen wir Anästhesisten mit Informationen um? Wie verarbeiten wir Informationen? Wie komme ich letztendlich jetzt zu der Entscheidung, wie viel Milligramm Propofol ich da jetzt spritzen muss? Jetzt bin ich schon relativ, ja, so lange auch nicht, aber ich bin 15 Jahre sozusagen in dem Geschäft und ich merke in der Introspektion sozusagen, dass da wahnsinnig viel Automatisierung stattfindet. Ich schaue mir nicht das Gewicht an, weil Sie vorhin die Kurven gezeigt haben und die Algorithmen. Ich schaue mir nicht das Gewicht an, ich schaue den Patienten an. Ich habe natürlich eine grobe, ich weiß natürlich, welche Vorerkrankungen der hat, aber ich sehe das Gewicht nicht als Zahl, sondern ich schaue ihn an, dann weiß ich ungefähr, wie viel der wiegt, dann spreche ich mit ihm und dann weiß ich, wie viel Propofol ich geben muss, sodass der sicher einschläft. So, und das ist letztendlich, passiert da ganz viel unterbewusst. Es sind eben die Erfahrungswerte, auf die Sie sich beziehen. Und ich glaube, mit gutem Gewissen behaupten zu können, dass der Patient in sicheren Händen ist. Aber natürlich ist auch klar, dass wir, solange das so funktioniert, eine große Heterogenität haben. Warum komme ich drauf? Wegen Finanzierung, weil ich natürlich rauslese,
und daraus höre, wie viel immense Ressourcen auch in diese Weiterentwicklung, zum Beispiel dieser Automatisierung fließen. Und ich mir in dem Zusammenhang mit Klimawandel natürlich die Frage stelle, ist was wir jetzt als nächstes brauchen, die Automatisierung? Oder brauchen wir nicht, weil es A, schneller umzusetzen geht und viel dringender ist auch, die nachhaltige Produktion. Und wenn ich jetzt sozusagen Entwicklungschef wäre, vielleicht ein Träger, und dann mir zuhöre, dann wir arbeiten hart dran, dass sozusagen das sich in der Breite jetzt verfängt. Es gibt auch in der medizinischen Ethikdiskussion, also in der Diskussion um ärztliche Ethik, spielt Nachhaltigkeit praktisch von Tag zu Tag eine größere Rolle. Es gibt die ersten Krankenhäuser, die jetzt sich auch das Ziel setzen, klimaneutral zu werden in ihren Wirtschaften, auch operierende Krankenhäuser. Das heißt, dass ich damit rechne, dass die Anforderungen an Nachhaltigkeit, an die Produkte, die wir kaufen und konsumieren und verwenden müssen, enorm steigen und in 5 Jahren nicht mehr vergleichbar sind zu jetzt. Gesamtwirtschaftlich wissen wir, bereits jetzt, klar, Klimawandel kostet Geld, Corona kostet auch Geld, Corona hat jetzt mal ganz viel Geld gekostet, Klimawandel wird noch viel, viel mehr Geld kosten, das sind andere Dimensionen, um die es da geht. Aber wir wissen auch, dass es nie mehr billiger sein wird, als jetzt sozusagen das Geld zu investieren, um den Weg so zu bereiten, dass wir damit überlebensfähig sind, dass wir damit zurechtkommen. Ich möchte noch an einer Sekunde... eine Sekunde lang mir Zeit nehmen, um die Fragen, um kurz auf die Fragen einzugehen, die sozusagen ganz konkret im Vorfeld an mich gestellt worden sind. Es entsteht im Moment unglaublich viel Müll, und wie kann ein grünes Krankenhaus funktionieren? Es funktioniert, wenn wir diesen Transformationsprozess auf allen Ebenen sozusagen etablieren. Das geht, habe ich schon gesagt, es wird jetzt sich den Platz nehmen und den Raum greifen. Es gibt Bereiche, die sind langsamer. Das ist zum Beispiel der Einkauf mit den BWLern. Es sind andere, die da schneller sind. Wir werden an einer bestimmten Stelle auf jeden Fall auch über die Finanzierung im Gesundheitswesen sprechen müssen. Es entsteht, habe ich gesagt, viel Müll. Wir haben wahnsinnig viel Einmalmaterial im Moment. Es ist völlig unklar, wie wir da wieder rauskommen. Wir haben vor 30 Jahren viel weniger einmal Material verbraucht, aber wir müssen nach Wegen suchen, wie wir da wieder rauskommen. Ich glaube nicht, dass es im OP unvermeidbar ist. Wir haben wahrscheinlich auch durch Lobbyismus der Einmalmaterialhersteller hat sich das in Zertifizierungen niedergeschlagen und so, dass wir im Moment glauben, dass es unvermeidbar ist. Ich glaube, dass wir diese Diskussion jetzt führen werden und führen müssen. Wie kommen wir da wieder raus mit dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft? Innovation, rote Zahlen, kontraproduktiv, puh. Ich glaube, dass das nicht kontraproduktiv ist, vor allem wenn wir auf dem Zeithorizont von 20, 30 Jahren das Ganze diskutieren, aber im Moment ist klar, das Gesundheitssystem steht unter einem enormen Kostendruck, das ist politisch gewollt, und die Frage, wie wir sozusagen diesen Investitionsstau auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, in Bezug auf Gebäudetechnik zum Beispiel, wie wir den beseitigen, die ist im Moment völlig unbeantwortet und wird jetzt erst in den nächsten Monaten und Jahren die Politik beschäftigen. Ich glaube, Ingenieure spielen natürlich eine enorm wichtige Rolle. Und deswegen auch der, klar, Herr Wilkening hat gesagt, wir brauchen Nachwuchsfachkräfte, die mit großen Daten jonglieren können. Das verstehe ich. Da geht es um die Automatisierung und diese Algorithmen letztendlich dann abzuleiten aus den großen Daten. Ich glaube, was wir auch brauchen, ist Ingenieure, die sich, die verstehen, wie kann ich dieses Produkt klimaneutral machen und auf den Markt bringen. Wie kann ich das Produkt so machen, dass es lange in Verwendung ist, dass der Ressourcenverbrauch möglichst gering ist? Das ist ein Wissen, was jetzt erst aufgebaut werden muss an vielen Stellen. Da wird Träger auch beschäftigt sein mit. Aber die Frage ist in der Gewichtung, wie stark müssen wir das in Vordergrund stellen? Und meine Prophezeiung ist an der Stelle, Herr Wilkening, dass es enorm zunehmen wird an der Stelle. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es, was die Wichtigkeit betrifft,
die Automatisierung locker überholt, weil auch, wie Sie es geschildert haben, dieser Automatisierungsprozess enorm komplex ist in Bezug auf die Regeln, die eingehalten werden muss und eben auch auf die Variabilität, wie beim Autofahren. So, vielen Dank an der Stelle und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion und Ihre Fragen.